Ja Leute, heute möchte ich mal vorstellen, eine Axt, sie heißt Mercenari, ist ein bisschen ein komisches Gerät und ja, das möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Freunde, das hat eine Kedex mit Gürtelbefestigung. Geht ein bisschen schwer raus, möchte ich gerne sagen. Hat da oben angeschliffen, auch hier. Dann hinten hat er für die Heringe. Was heißt, zum Nägelklopfen fixiert mit Imbusschrauben. Das ist die Klopffläche. Dann das kennt ihr natürlich auch alle, das ist für die Schrauben zum Aufmachen. Dann hat es drauf einen Paracord. Es wiegt ungefähr, würde ich sagen, einen guten Kilo. Dann hinten hat er ein Brecheisen, ja, das schaut so aus, mit dem kann man Nägel ziehen, mit dem kann man Türen aufmachen und ja, alles in Stahl, Plastikhandgriff, machen wir wieder die Sicherung drauf, sonst ist das dabei, liegt gut in der Hand und jetzt werden wir ein paar so Tests machen, was der alles kann. Okay? Ich glaube, das Resultat kannst du sehen lassen. Mit wenigen Schlägen kann man richtig gut arbeiten. Sie liegt gut in der Hand. Und schneidet sehr böse.
Ja, Freunde, habt ihr gesehen? Es war bald umgefallen. Die Federsticks. Leider Gottes habe ich nur so ein kleines Teil da. Aber mit der kann man das wirklich gut schneiden. Der hat eine ziemlich scharfe Klinge. Auch oben da. Kommt man eigentlich auch so arbeiten. Seht's. Das ist ein Wahnsinn. Der schneidet wirklich gut. Kann man sagen. Warte. Was soll ich sagen? Fazit von der Mercenaris Tactical Axt mit Custodia und Kydex und mit Gürtelhalter. Wie gesagt, für mich ist es ein bisschen schwer, schneidet aber sehr gut. Man kann alles machen, was man machen will damit. Wie gesagt, mit verschiedenen Ausspannungen für Schrauben, Muttern wollte ich sagen, zum Hering einklopfen. Man kann leicht damit Federsticks machen, Holzspalten, hat noch ein Dings drauf, ein Paracord als Notfall und ein Brecheisen hinten. Deswegen würde ich sagen, das bestanden und bleibt in meinem Sortiment. Im Einkauf, Leute, was soll ich sagen, es kostet am Anfang so um die 80 Euro. Jetzt habe ich es auch schon um 270 auf Amazon gesehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, ein super Gerät und funktioniert wirklich gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer einen Daumen hoch, schreibt euch auf meinen Kanal, da werden wir noch ein bisschen andere Gear vorstellen. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch was.